Bevor wir uns jetzt allerdings aufmachen Richtung Torwall, sollten wir zuallererst die ganzen Pfeile zum Mürren geben. So, dann sollten wir auch noch zur Kräuterhändlerin gehen. Die war hier. Und da würden wir gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.000 Zaubertränke kaufen. Nein, kein Heimbeeren. Das war verklickt. So, 5, sagen wir mal 6 Zaubertränke reichen fürs Erste. Davon werden wir auch gleich 2 Myrim geben und mindestens 2 Talana. Weil wir wollen jetzt nicht 3 Wochen hier rasten, um genug Astralenergie zu haben für die Reise. Wir nehmen auch noch 5 Gulmon-Blätter mit und erstmal nur 10 Wirselkräuter. Da wir momentan ja nicht feilschen können. Was haben wir noch? Gifte brauchen wir nicht, Tanilen haben wir auch noch genug. So, feilschen 0. 187 Dukaten. Ja, es ist sehr gut, dass wir so viele Dukaten hatten. Denn wir brauchen jetzt ja nach und nach für die ganzen Kräuter und Tränke und das ganze Beten doch schon einiges an Geld. So, Zaubertrank. Gleich noch einen hinterher. Tu auch noch einen. 6 Pogikum kann da mal weg. Das will ich nicht irgendwann aus Versehen trinken. Noch ein Zaubertrank. 32. So, das heißt, sie dürften jeder mit etwas Glück 2 Fulminictus schmeißen können. Das müsste für eine Reise reichen. Wir sind ja auch nicht allzu weit weg, wenn ich mich recht irre. Gucken wir mal kurz am Hafen. Das wäre natürlich noch einfacher. Dann würde unterwegs gar nichts passieren. So, wir haben ein Schiff nach Torwall. Das ist doch mal sehr praktisch. Legt morgen ab. Dann heißt es erstmal gut essen. Das haben wir auch schon seit einer Weile nicht mehr. Dann kann Tal... Ja, erstmal ein Zimmer nehmen. Sweet, eine Nacht. Und Talana meditiert ein wenig. Sagen wir mal für 5. Hat leider nicht geklappt. Na gut. Dann halt schlafen, so ein wenig regenerieren. Und an Bord springen. Ja, wäre wirklich nicht weit gewesen. Aber ich denke, es hätte trotzdem so 2, 3, vielleicht auch 4 Tage gedauert. Das muss ja nicht unbedingt sein. Also, wir sind mal wieder in Torwall und haben sofort einen Bettler vor der Nase. Ihr sollt euren Dukaten haben. Hehe. Und er war nicht wirklich krank, aber er hat eine Information für uns. In der alten Zwingenfeste befindet sich eine Kriegerakademie. Ja, zumindest in der obersten Etage. Darunter waren Etagen voller Banditen und darunter ein Hashtot. Aber danke, alter Mann. So, irgendwo im Norden von Torwall war die die Magierakademie. Das heißt, wir gucken erstmal da oben und sonst gucken wir hier die Häuserfront ab. Was haben wir hier für einen Tempel? Ein Travia-Tempel? Nein. Also unterwegs halten wir auch noch die Augen offen nach einem... Was zur Hölle ist das da für ein Gebäude? Wie sollen wir das erreichen? Unterwegs halten wir die Augen offen nach einem Zar-Tempel. Was haben wir hier? Ein Fex-Tempel. Und hier? Pirine. Oh, was war Pirine? Ich glaube, Ernte? Wird also auch nicht unbedingt helfen. Na gut. Also, hier ist der Ausgang. Warum auch immer der aussieht wie eine Tür. Wahrscheinlich so eine Art Stadttor. Hier oben haben wir eine Herberge. Dann ist hier vielleicht... Ah, ihr steht vor der Schule der Hellsicht. Der Torwaller Magierakademie. Ein junger Adept fragt euch nach eurem Begehr. Einer von uns ist verflucht. Wir brauchen Hilfe. Der Adept führt euch in ein Hinterzimmer. Wartet hier. Nach einiger Zeit erscheint eine Frau mittleren Alters. Aranda von Metumis, mein Name. Lasst mich euch ansehen. Sie verharrt einige Zeit lang und starrt euch an. Dann wendet sie sich ab und geht. Keine von euch hat einen Fluch auf sich lasten, also bitte stehlt nicht meine Zeit. Das ist jetzt verwirrend. Verkauft ihr auch Wundertinkturen? Dann wendet euch am besten an einen Apothekarius.
Nein. Das war ziemlich unhöflich. Sie können uns also nicht helfen. Obwohl, wir hatten eben gerade nicht Gerogon in der ersten Reihe. Obwohl sie sagte, sie guckt alle an. Machen wir es einfach nochmal. Nee. Die können uns also wirklich nicht helfen. Das ist ein wenig demotivierend. Na gut, dann müssen wir jetzt einen Zartempel suchen. Zartempel, sehr schön. Dann spenden wir gleich. Und hier haben wir noch nie gespendet. Also spenden wir gleich mal richtig. Das waren jetzt 200 Dukaten knapp. Zar heilt die ganze Gruppe. Nicht vor der Versteinerung. Eure Bitten werden nicht erhöht, werden nicht erhört. Zar heilt die ganze Gruppe. Hat sie noch ein zweites Wunder? Das schaut nicht gut aus. Eventuell müssen wir auch zu Hesinde, weil sie für die Magie zuständig ist. Ja, schaut nicht gut aus. Nochmal 50 Dukaten. Nee. Das ist mehr als ärgerlich. Okay, raus hier. Wir haben hier noch einen Heiler. Vielleicht hat der hier auch irgendwas zum Verkaufen? Nö. Sie verkaufen leider noch keine Sachen in diesem DSA-Teil. Das heißt, wir hätten auch noch die Möglichkeit, bei einer Kräuterfrau versuchen, was zu finden. Aber ich denke nicht, dass sie irgendwas verkaufen werden, was gegen Versteinerung hilft. Na gut, schauen wir uns weiter um nach einem Tempel. Diesmal Hesinde. Swafnir? Nein. Also im Ostteil der Stadt vielleicht. Nein, nicht die Stadt verlassen. Nicht, dass wir jetzt extra nach Bremen oder so reisen müssen, nur wegen dem richtigen Tempel. Aber hier ist anscheinend keiner. Also im Ostteil. Wir haben noch diesen einen Tempel, den man nicht erreichen kann. Den da. Ist ja auch kurios. In der Richtung geht es nicht weiter. Geöffnet von 8 bis 7. Ja, da kommen wir so echt nicht ran. Nee, hier haben wir keine Sinnetempel. Das ist doof, doof, doof. Zaubersprechen. Talana. Veränderung. Zaubersprechen. Verwandlung. Und die kann sie nicht sprechen. Paralü. Gerogon. Dieser Zauber ist nur im Kampf anwendbar. Oh, dann ist es wirklich der, der versteinert und nicht entsteinert. Aber warum konnte ich den sprechen, obwohl er auf minus 6 war? Talana. Verwandlung. Also Paralü ging irgendwie nicht. Das ist der Versteinerungszauber. Denn ist Salanda wahrscheinlich der, der einen in ein kleines Tier verwandelt. Nee, kann auch nicht sinnvoll eingesetzt werden. Und auch nur im Kampf. Zauber sprechen. Beherrschung brechen. Verwandlung beenden. Gerogon. Misslungen. Das probieren wir gleich nochmal. Ups. Zauber sprechen. Talana. Verwandlung beenden. Gerogon. Misslungen. Nochmal. Nee. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir einfach nur Pech haben. Oder ob der Zauber zwar sprechbar ist, aber nichts bringt und deswegen misslingt. Weil er halt nicht verwandelt ist. Also nicht ein anderes Wesen, er ist einfach nur versteinert worden. Ein Versuch noch. Antimagie. Verwandlung beenden. Gerogon. Nein, auch nicht.
Langsam gehen mir die Ideen aus. Clarum purum. Versteinerung ist kein Gift. Das heißt, wir müssen jetzt eventuell wirklich den alten Speicherstand laden. Das ist jetzt ein wenig ärgerlich. Ich mache es anders. Ich unterbreche jetzt mal ganz kurz das Spiel und in der Zwischenzeit gucke ich mich auf der Forenseite mal um, was man gegen Versteinerung machen kann. Also bis in einer Sekunde. So, da wären wir wieder. Also, ich hatte anscheinend doch recht. Verwandlung beenden ist auch dafür zuständig. Nein, kein Talent anwenden. Zaubersprechen, Talana, Antimagie, Verwandlung beenden. Wir müssen es nur sehr, sehr häufig benutzen und haben jetzt schon keine Astralenergie mehr. Also schlucken wir wieder ein, zwei Zaubertränke und werden jetzt sehr viel Zeit damit verbringen, immer wieder Zaubertränke zu trinken bzw. wochenlang zu schlafen, um das hinzubekommen. Um das Ganze zu vereinfachen, gehe ich mal in eine Herberge. Nein, wir wollen nicht uns betrinken. Das wäre jetzt kontraproduktiv. Wir wollen eine Herberge. Da essen wir erstmal ordentlich. Mieten uns eine Suite. Und in der ruhigen Umgebung der Suite versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Talana. Zaubersprechen. Antimagie. Misslungen. Ja. Da geht jetzt kein Weg dran vorbei. Verwandlung beenden, Gerugon. Oh. Wenn das so weitergeht, fallen die Orks hier ein, bevor wir alle wieder entzaubert haben. Antimagie, Verwandlung beenden. So, das war's. Schlafen. Wir gehen gleich wieder rein. Und hätten jetzt gerne eine Suite für... Na, probieren wir erstmal 7 Tage. Vorher versucht Talana noch zu meditieren. Und zwar ruhig für 15. Und das klappt auch sehr schön. Oh, kann Mürrem vielleicht auch? Nein. Mürrem? Das Verklicken immer. Mürrem. Zaubersprechen. Antimagie. Verwandlung beenden minus 11. Sie kann es sprechen. Was ich ein wenig irritierend finde. Aber es misslingt genauso häufig wie bei Talana. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ich nehme mal einfach mit, was geht. Nö. Na gut. Schlafen. Sehr, sehr lange schlafen. Und gucken wir mal, ob eine Woche reicht, um Talana wieder ganz aufzufüllen. Mürrem ist voll. Das ist gut. Und Talana fast. Sehr schön. Also, nochmal. Sweet. 7 Tage. Und erstmal wieder zaubern. Zaubersprechen, Antimagie, Verwandlung beenden. Nehmen wir mal zur Abwechslung Tirik. Nö. Antimagie, Verwandlung beenden. Gwendolyn? Nein. Also im Forum stand... Verwandlung beenden. Warum minus 7? Achso, spricht gerade Mürrem. Nein, es spricht Talana. Mist. Talana, Zaubersprechen, Antimagie. Im Forum stand was von minus 5. Das ist jetzt nicht so toll. Nächste Alternative wäre, wir erschaffen uns kurz einen Charakter, der nur dafür da ist, die Leute wiederzubekommen. Wollt ihr gehen, dann ist das Zimmer wieder weg. Ja, wollen wir. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Wir gehen jetzt in den nächsten Tempel. Laden da ganz kurz Mürrem ab. Und erschaffen uns jetzt einen neuen Helden, den wir kurzzeitig in die Party holen. Nur um... die Leute wieder zu entsteinern. Das macht vom RP wenig Sinn, finde ich. Eigentlich müssten wir in der Magier Academy Aushilfe bekommen. Aber das überspiele ich dann einfach mal so. Also mache ich jetzt einen kurzen Cut. Erschaffe einen Magier, der Verwandlung beenden möglichst hoch hat. Und sehen uns dann gleich wieder. So, da wären wir auch wieder.
und wir fragen jetzt im Tempel nach, ob uns hier nicht irgendjemand helfen kann. Und wen finden wir da? Einen Tempeldiener. Mit dem gehen wir ganz kurz vor die Tür, beziehungsweise in ein Nebenkämmerlein. Und da spricht er: Antimagie, Verwandlung beenden mit minus 2 auf Gerugon. Gerugon ist nun wieder in Ordnung. Und fast seine ganze Astralenergie ist weg. Das ist jetzt nicht so gut. Also gehen wir mit dem Tempeldiener. Ach doch, wir gehen zum Kräuterhändler. Das ist doch gut. Kräuterstand. Wir würden gerne Zaubertränke kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben keinen Feilscher dabei. Also wird das teuer. Aber wir sind schon langsam dran gewohnt, unser ganzes hart verdientes Geld wieder auszugeben. Also zurück. Und hier sind die Flaschen gleich richtig. Die Verwandlung beenden hat 20 Astralien gekostet. Das ist schon happig. Also nochmal das Ganze bitte. Verwandlung beenden auf Tirik. Misslungen. Verwandlung beenden. Tirik. Misslungen. Da hat Gerugon wohl richtig Glück gehabt eben. So. Tempeldiener. Antimagie. Verwandlung beenden. Tirik. Du bist doch noch versteinert, oder? Ja, bist du. Tempeldiener, Antimagie, Verwandlung beenden, nehmen wir mal Gwendolyn, hat auch nicht geklappt. Mehr trinken, er kriegt bestimmt schon Kopfschmerzen, der arme Tempeldiener. Und wir geben ihm schon mal alle Glasflaschen mit, die kann er später dann im Tempel irgendwo verstauen. So, Tempeldiener, Antimagie, Verwandlung beenden, Tirik. Och, Menno. Okay, minus 2 ist immer noch nicht sehr viel, aber trotzdem. Ah, Tirik ist wieder vollkommen in Ordnung. Sehr schön. Fehlen jetzt nur noch Yallen und Gwendolyn. Also, nächster Trank. Nicht murren, einfach weiter trinken. Tempeldiener, Antimagie, Verwandlung beenden. Und zwar Yallen. Und ich werde auf jeden Fall beim nächsten Stufenaufstieg mit Talana das erhöhen. Auch wenn es nur 2 Punkte sind. Aber dann müssten wir auf minus 5 sein und dann eventuell den Spruch auch richtig sprechen können. Misslungen. So, schon haben wir keine Zaubertränke mehr. Das heißt, wir werden gleich wieder auf den Markt gehen. Misslungen, jo. Kräuterstand. Wir hätten nochmal gerne Zaubertränke. Ein Zaubertrank. Ja, trinken bitte. Ich hätte eventuell bei der Generierung ihm ein wenig mehr Astralenergie geben sollen. Ich habe da einfach nur durchgeklickt, um möglichst schnell was hinzubekommen. Ah, Yallen ist auch entsteinert. Sehr schön. Fehlt ja nur noch Gwendolyn. So. Zaubern. Antimagie-Verwandlung brechen. Gwendolyn. Gwendolyn ist nun wieder vollkommen in Ordnung. Sehr schön. Alle entsteinert. Zurück in den Tempel. Wir bedanken uns abgrundtief bei dem Tempeldiener und holen dafür Mirrim wieder in die Gruppe. So. Jetzt hätten wir es nach Wochen endlich wieder geschafft, dass unsere Gruppe beisammen ist. Das war wirklich eine Aktion, doch. Keiner versteinert, nicht mehr ganz so viel Geld, dafür ein paar Zaubertränke. Aber gut, jetzt speichern wir nochmal richtig ab und in der nächsten Folge machen wir uns denn da dran, die starken Zaubertränke zu kaufen, neue Pfeile zu holen und allgemein uns darauf vorzubereiten, nach Warnheim zu reisen, da erstmal die Dokumente abzugeben, dann wahrscheinlich erstmal nach Daspota, da weiter aufräumen und danach, wenn wir irgendwann noch einen Levelaufstieg hatten, können wir uns die Herberge nochmal angucken. Also wenn wir es irgendwie hinbekommen, dass die Magieresistenz hoch genug steigt. Aber jetzt speichern. Leben.
Ja, das trifft es. Also bis gleich.